Dann geht's auch gleich weiter. Ohne großartig. Haftbombe ist voll, ne? So, 2 von 4 Banner. Stellt euch! Ich hätte die jetzt. So, jetzt hole ich die Sashimoto-Banner erstmal zurück. Wir haben volle Pfeile, was durchaus okay ist. Hier gibt es noch Loot. So, das mit den Lager erkunden und allem drum und dran in verschiedenen Aufgaben, das finde ich super. Das gefällt mir wirklich. Das ist eigentlich ziemlich cool. Frage ist halt nur, ich finde es immer so ein bisschen befremdlich, wenn, weil R2 eigentlich ein Dingsbums ist. Eigentlich ein normaler Angriff. Und das hast du hier halt so als Beispiel nicht. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen das Augenmerk auf seine Umgebung lenken muss, um halt alles... Ja. Okay, gut. Lustig. So. Hatte ich nicht eben bemängelt, dass ich so wenig Eisen habe? Ich habe jetzt gut Eisen gefunden. Jetzt muss ich aber noch ein paar Banner finden. Und hier müsste es noch einen Anführer geben. Aber ich meine, der Anführer ist soweit durch. Ja, ich würde sagen, Gaming-Konsolen, alles bin ich jetzt... Ich weiß, das habe ich bei der Switch OLED schon gesagt, als ich mir die gegönnt habe. Dass ich eigentlich mit Konsolen... Beziehungsweise, als ich mir die Capture Card geholt habe, hätte ich mir für Streaming genug geholt. Die PlayStation 5 war so ein kleines Geschenk an mich. Aber trotzdem bin ich mit der Leistung aktuell, also zumindest mit dem Spiel, nicht ganz so zufrieden. Obwohl ich immer noch nicht sicher bin, ob es das Spiel wirklich ist oder ob es einfach OBS ist, der vielleicht ein bisschen Probleme hat. Ich meine, ich könnte natürlich gucken, ob ich das per Remote Play mache. Das wäre natürlich auch in Ordnung, weil den... Ja. Ich nehme an... Ich hab noch einen Feuerpfeil reingehauen. Ja, natürlich. Das kann man auch anders zerstören. Man muss jetzt nicht unbedingt alles in Brand setzen. Ein guter Außenposten. Technikpunkt verdient. Super. Ja, ich meine, anstelle alle in einen Tempel zu schicken, hätte man hier wunderschön einfach neu besiedeln können. Richtig. Ich meine, Infrastruktur ist genauso wie beim Krieg. Das ist ein bisschen dämlich bei Krieg generell. Gerade bei so einem Übernahmekrieg. Weißt du, greifst also generell bei so einem Kriegsspiel erstmal alles zerstören. Da denke ich mir so, warum? Das ist doch dämlich. Lass das die Soldaten entscheiden und übernimm einfach die Infrastruktur. Warum Gebäude zerstören, wenn du, weißt du, zerstörst von bei einem Spiel, jetzt nicht im Real-Life-Krieg, ne? Da distanziere ich mich komplett. Aber so in Kriegsspielen erstmal alles zerbomben, weil du zum Beispiel bei Civilization den Gegner haben willst. Die Stadt des Gegners. So, Civilization, ja. Okay, aber warum musst du die Stadt erst kaputt machen? Einfach ein paar kleine Änderungen, fertig. Und fertig.
Ich freue mich schon auf die PS5-Version von Horizon Forbidden West, Leute. Die ist grafisch nochmal ein bisschen schöner, mit mehr FPS und herrlich. Vielleicht werde ich es sogar so machen, dass ich da das Remote Play benutze. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass OBS mit über 60 FPS nicht klarkommt. Oder nur vage. Fuchs, wo bist du? Wir müssen dem Fuchs folgen. Das finde ich super. Kann ich auch. Finde ich. Hoffe, das sind keine Feinde. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit denen anzulegen und den Fuchs aus den Augen zu verlieren. Der Zeitpunkt ist jetzt, wie er ins Meer pinkelt. Könnte man aus hier sein, so einen domestizierten Fuchs. Why not? Hm? Ja, wer ist ein guter Fuchs? Ja, du bist ein guter Fuchs. Ja, du bist ein guter. Ja, 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 wer ist ein guter? Ja, Kappa. Schön. Supi. Und hier machen wir auch gleich die Fischehütte fertig. Bleib mir sicher, ich möchte nicht, dass dem was passiert. Ich finde das, find das super. Dass der auch mit den Füchsen interagieren kann. Ich finde, das hat was. Kann mich hier nirgends, nur nicht, nirgends verstecken. Das sind aber alles Feinde, ne? Ja. Bleiben wir hier so ein bisschen hinterm Baum. Vielleicht den Bogenschützen zuerst nehmen sollen. Super. Hey, Saku Maku, was geht? Normalerweise müssten wir auf Stray wechseln, aber ich bin der Let's Play und Ghost of Tsushima Aufnahme. Kriege ich den von hier? Ups. Mir geht's ganz gut. Oh. Erstmal dieser blöde Bogenschütze. Naja, ist ein bisschen blöd. Ich habe erstens doch recht lange geschlafen, weil ich eigentlich durchmachen wollte. Dann habe ich gemerkt, dass der Mediamarkt meine E-Mail-Adresse wahrscheinlich falsch aufgeschrieben hat, weil ich bin nämlich in den Mediamarkt gegangen und habe nachgefragt, ob die vorbestellten Sachen halt laufen oder nicht. Und ich habe halt noch keine... Ich habe halt keine Benachrichtigung bekommen. Dementsprechend haben die wahrscheinlich meine E-Mail-Adresse falsch aufgeschrieben. Da bin ich heute einfach mal trotzdem in den Mediamarkt reingegangen. Hab gefragt, yo, meine Konsole da? Und er so, ja, ist da. Gut. Und deswegen läuft das Spiel auch aktuell flüssiger. Das ist keine PS4. Nein! Ja, nein, 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 nein. Ich will einfach... Das ist so verwirrend. Warum kann ich nicht einfach, wenn ich den PlayStation-Knopf gedrückt habe, will ich ins Hauptmenü, wie bei der Switch. Super. Funktioniert ja auch. Auch bei der PS5. Bei der PS4, wunderbar. Wenn ich das Ding nochmal drücke, komme ich wieder zurück ins Game. Das funktioniert bei der Switch, das funktioniert bei der PS4. Warum nicht bei der PS5? Ja, kann ich. Und zwar, die Spielstände, das habe ich gestern schon vorbereitet. Und zwar habe ich einen USB-Stick in meine PlayStation gesteckt und habe gesagt, der USB-Stick sollte so formatiert sein, dass die Spielstände drauf gespeichert werden, sodass andere Konsolen die lesen können.
Und die PlayStation 5 hat die sich dann einfach... Ich glaube, das hat 10, 15 Minuten gedauert, glaube ich. Und dementsprechend konnte ich alle Spielstände der PS4 auf die PS5 übertragen, sodass ich nur noch die Spiele installieren muss und kann dann weiterspielen. Wir spielen ja aktuell auf der PS5 und haben vorher es auf der 4er gemacht. Dementsprechend hätten wir von vorne anfangen müssen und das habe ich vorbereitet. Ja. Dementsprechend, ja. Das muss ich aber erstmal ein bisschen langsam tun. Ich meine, ich verdiene nicht schlecht, aber das hat jetzt auch... Auch das hat seine Grenzen. Wollten wir eigentlich noch Mario Odyssey, habe ich letztens mal angespielt. Der Daniel war da. Von Donnerstag auf Freitag. Jan auch. Und da haben wir Super Mario Odyssey gespielt. An sich ein schönes Spiel, aber ich finde, in der Wüstenregion haben sie es ein bisschen übertrieben. Was? Ghost of Tsushima ist riesig lang. Laut Trophäen habe ich nicht mal 2% erreicht. Hallo, ich will nach oben, du Lümmel! Und es kann sein, dass es... Ich nehme an, Ghost of Tsushima ist ungefähr so groß wie Zero Dawn. Also es ist ein Mega-Projekt. Und da ich halt nicht irgendwie wie bei Zero Dawn so gemacht habe, dass ich das Spiel vorher mal in Ruhe durchgespielt habe und später dann irgendwie... nochmal nur als Hauptaufgabe durch. Ist es für mich ein bisschen schwierig, weil das wird jetzt, wird halt uns eine ganz lange Zeit begleiten. Das wird auf jeden Fall ein Mega-Projekt. Je nachdem, wie wir es erkunden. Und diesmal habe ich ja gesagt, dass ich es ganz gerne so machen würde, wie ich es privat spielen würde. Und da möchte ich natürlich viel erkunden. Zero Dawn hat mich ja auch eine ganz große und lange Zeit entfacht. Und dementsprechend, ja. Voll vom Pferd gehauen. Und ja. Aber mir gefällt das Spiel auch irgendwie. Also es sind so Spiele generell, die gefallen mir generell. Also Blockbuster gefallen mir generell. Nur aus irgendeinem Grund. Eigentlich wollte ich auch Days Gone weiterspielen. Ist auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ich warte immer noch sehnsüchtig auf die Ankündigung von Genshin Impact für die Switch. Das wäre eine... Das wäre eine interessante Aussage, wenn es überhaupt kommt. Da ist, glaube ich, Justin eher dabei. Ich glaube, das wird... Bin mir nicht sicher, ob das jeweils kommen wird. Ich glaube, Nintendo und Genshin haben da zu viele Differenzen. Ich glaube... Ich glaube, um es auf der Switch zu bringen, müssen sie einige Verbesserungen machen. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, Genshin Impact oder miHoYo ist überhaupt nicht wirklich eine Firma, die richtig gute, die guten Fanservice leistet. Sorry, bei aller Liebe. Kann ich eigentlich die Haftbombe benutzen? Wo sind denn die Lümmel? Ja,
Ja, Genshin hat's für die. Ja gut, kommt drauf an, wer ist für die Switch. Ich brauche Platz. Das sind mir viel zu viele. Ja, natürlich. Fuck. Ich glaube, die sind auf meiner Seite. Scheiße. Ich habe immer noch Hoffnung. Ich glaube daran. Ich glaube nicht daran. Genshin ist laut MiHoYo und zwischen Royoverse jetzt. Sind das wirklich Mongolen gewesen? Na komm. Und so, Sekunde. Laut MiHoYo und zwischen HoYoVerse gibt es zu viele technische Probleme und diese können laut Entwickler nicht gefixt worden werden. Zu viele Probleme, die aufgetreten sind. Man soll sich mittlerweile nur so vage freuen, dass es aktuell, so wie es aussieht, bald aufgegeben wird, es für die Switch zu machen. Das sind die neuesten Infos. Ich habe immer noch Hoffnung. Ja, ich weiß, trotzdem gibt es Hoffnung, gebe ich die auch abwarten, ob sie es regeln können. Aber ich habe das Gefühl, dass die einfach das MiHoYo eine komplett andere Version daraus machen müsste. Und das kannst du bei denen halt vergessen. Dementsprechend. Ich glaube, die Leute, die ich da eben getötet habe, wären Freunde gewesen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin sicher, dass es da nichts passieren wird. Ich nehme auch an, dass Nintendo da was gegen dieses Pay-to-Win-Zeug hat. Und wahrscheinlich wird es auch daran sein, dass Nintendo wahrscheinlich ein bisschen mehr von dem Ingame-Shop beteiligt werden möchte. Und da hat MiHoYo was dagegen. Du musst immer bedenken, Free-to-Play-Spiele, gerade Anime-Free-to-Play-Spiele, sind immer darauf ausgelegt, dir möglichst krasses Geld aus den Taschen zu ziehen. So übelst wie möglich. Und bei Firmen, die das nicht ganz so extrem wollen, gibt es immer. Ich glaube nicht, dass sie es technisch nicht hinkriegen. Oder dass sie zu wenig Geld haben, um eine Switch-Version dafür rauszubringen. Ich glaube eher, die haben das Problem, dass sie da beim Nintendo-Markt nicht so viel auf dieses Glücksspiel reinsetzen können, weil Nintendo ist und bleibt eine Spielekonsole. Also man kann abwarten, durchaus. Klar, ist kein Thema. Aber ich glaube, dass das eher das Problem ist. Würden sie natürlich nie zugeben. You know? Sie würden nie sagen, dass das Problem ist. Ja, Nintendo möchte nicht, dass wir euch zu sehr das Geld aus den Taschen ziehen. Deswegen wollen wir keine Switch-Version rausbringen. Aber das wird wahrscheinlich eines der größten Gründe sein. Darf man halt nie vergessen. Und es gibt keine. Es gibt auch keine Account-Übertragung. Dementsprechend werden so viele Switch-Spieler das Spiel nicht spielen. Zumal man beim Nintendo, gerade bei Jüngeren, eine gute Regulierung hat. Bedeutet, ja. MiHoYo macht da ja sowas nicht. Und bevor wir jetzt hier so einen kleinen
armen Kind das Geld aus der Tasche ziehen. Sagt Nintendo von vornherein, ja, das kann man regulieren. Und miHoYo denkt so, ja, aber das senkt unseren Umsatz. Und solange da Nintendo nicht nachgibt, wird da auch nichts passieren. Ich nehme an, das wird das Problem. Warum ruckelt das? Oh, komm schon. Ansonsten, wo haben wir dann Desktop? Downloads. So. Ja, ich hinterfrage das jetzt mal nicht. Hier steht sie, die Kleine. Das ist mein Regal. Ja, habe ich ein paar Spiele falsch reingetan. Das habe ich mir am Donnerstag geholt. Das ist angekommen, habe ich aufgebaut. Hier unten. Hier DVDs, im ganz unten ganz rechts DVDs, in der Mitte PC-Spiele und hier ganz links natürlich dann noch die GameCube. Hier unten kommen wahrscheinlich PlayStation-Spiele und hier Switch und PS4. Hier oben ist noch relativ leer und da habe ich meine ganzen Controller reingestellt. Hier hinten N64 zu USB-Plagiat, GameCube zu USB-Plagiat, Original GameCube cremefarbener Controller, Super Nintendo zu USB-Plagiat, Xbox 360, PS4, Nintendo Switch, Xbox One und Switch Pro. Und da kommt jetzt, neben dem Game Boy kommt dann, versuche ich noch ein bisschen Platz zu machen, da kommt natürlich jetzt noch PlayStation 5 rein. Ja, so sieht es aktuell bei mir aus. Weiß ich halt nur nicht, was ich mit der PlayStation 4 mache, weil ich kann alle Spieler halt mit höherer FPS-Auflösung definitiv im Dingsbum sehen. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang und erkunde einfach mal die Gegend. So machen wir es. So würde ich es ja auch privat machen, wenn jetzt kein Arsch mir jetzt auf dem Bildschirm gucken würde. Also nicht böse gemeint, sondern generell, wenn ich jetzt hier einfach Chili-Milli machen würde. Würde ich mich auch so ein bisschen umsehen. Das habe ich ja gesagt bei dem Spiel, dass ich das so spielen werde, wie ein Spiel, was mir gefällt, worauf ich Bock habe. Und ja. The Switch-Version is still in development and we will release more information as we progress. Ja, das ist Justin, du darfst halt nie bedenken, die werden dir die richtigen Informationen nicht zukommen. Das sind die Informationen, die sie dir sagen dürfen. Ob das jeweils kommen wird, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie da immer noch in Verhandlungen sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Nintendo da keine Lust hat, ein Spiel reinzusetzen, der seinen Leuten das Geld aus den Taschen zieht, weil Nintendo will ja über den eShop auch Zeug verkaufen. Und dann kommt da so ein Free-to-Play-Titel rein, der an allen Ecken und Enden dir das Casino-Verhalten näher bringt. Ich meine, die Switch ist halt eine Kinderkonsole. Also, Deadwitch, Hallöchen, schön, dass du da bist. Grüß dich. Willkommen auf meinem Kanal. So, es ist kein Nein, auch kein Ja abwarten. Ja, da stimme ich hier voll und ganz zu, Saku. So, warte mal, ist es jetzt... Abend. Ja, du weißt doch gar nicht, ob es ein Herr ist. Witch ist, glaube ich, Witch ist, glaube ich, Hexe, ne? Warte mal. Das hoffe ich. Also die Sakura, unsere Katzendame, ist halt eine Katzendame. Kann auch mal ganz schnell sein, dass sie beißt. Aber ansonsten lässt sie sich ganz gerne kraulen. Unser Justin ist eigentlich ein ganz lieber. Das ist unser Hundi. Hundetyp. Ein bisschen frohlig. Und dann passt das schon. Ich liebe Pfeil und Bogen. Ich finde so... Konto! Wo mit dir? Gar nicht, bin voll lieb. Es gibt doch Katzen, die Arschlöcher sind.
gibt es hier... Dieses Gras haben sie doch eindeutig von Horizon abgeklaut. Aber ich muss es halt irgendwie, haben das viele gemacht. Also bei Days Gone, ich weiß nicht, ob ihr die Videos müssten noch auf meinem YouTube-Channel oben sein. Days Gone zum Beispiel, da hatte ich genau die gleichen Vibes. Auch überall Gras und Freaks, also halt so Zombies, ne? Das ist halt postapokalyptisch mit Schusswaffen und nicht mit Pfeil und Bogen. Aber hat es auch so Grasstellen, wo du überall dich durchschleichst und so weiter und so fort. Hat es aber auch Banditen, also alles so ein bisschen Menschen gemacht. Aber an sich muss ich sagen, okay, gib dem Deacon jetzt irgendwie lange Haare, hüll den nicht mit einer Kappe, sondern irgendwie in Fellkleidung ab und feuerfrei. Ich weiß nicht, ob ich den hätte killen sollen. Der war ein bisschen buggy. Also laut Entwickler Genshin Impact ist er noch... Ja, aber ich glaube da nicht dran. Also Genshin Impact wird wahrscheinlich nicht für die Switch rauskommen, solange Nintendo wahrscheinlich versucht noch ein bisschen... So, ich brenne ich mal ab. Alter. Jetzt packt das Schwert wieder ein, das sind Zivilisten. So. Kann ich hier hoch? Ja. Pfeile. Nintendo will vermutlich mehr prozentuale Anteile am Ingame-Kauf haben, die Geldgeilen. Ja gut, ich meine, komm schon. Genshin Impact lässt dich mit diesem ganzen Loot-Prinzip süchtig werden. Die geben da auch keinen Stopp rein. Wie bei anderen Spielen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn ich das Spiel hasse und die Community auch nicht so toll finde, als ich damals bei Florenzia einen zweiten, also bei Florenzia Online, einen zweiten Account hatte, der, wo ich unter 18 war, sprich 16 oder 15, beim zweiten Account, weil ich wusste halt nicht ganz, ob das jetzt legal ist oder nicht. Man ist ja, war ja komplett neu in dieser Subgenre drin. Da hatten sie bei jedem Account, wo der Inhaber unter 16 war, zum Beispiel bei 100 Euro eine Grenze pro Monat. Das hatte ich, glaube ich, mal. Da hatte ich, glaube ich, den Hauptaccount gebannt bekommen gehabt oder eine Sperre drin gehabt, eine Zeitsperre und habe den zweiten halt reingecashed. Und da gab es, glaube ich, oder ab 50, war das schon 50 Euro? Ich glaube sogar 50. Da konnte ich nicht mehr als 50 Euro pro Monat in das Spiel investieren, weil ich noch minderjährig war. Da musste ich mit dem Support ihm das erklären, warum ich das gemacht habe, wie ich das gemacht habe, weswegen ich das gemacht habe und so weiter und so fort. Und dass ich halt wirklich 18 bin. Musste ich so machen. Vorher ging das nicht. Und da muss ich sagen, selbst wenn das Spiel, Abzockerspiel schlechthin, gib uns dein Geld und was weiß ich, für 50 Euro kann passieren, dass du da nichts rauskriegst. Wenn das da schon so dran ist, dann ist das schon... Dann ist das schon eine Aussage. Und bei Genshin danke, hast du es halt nicht. Rettet, also, bringt euch in Sicherheit. Geht zum goldenen Tempel in Ariake. Das sagt schon einiges. Ja, was erwartest du auch? Das Spielprinzip ändert sich nie. Es passiert gar nichts. Community ändert sich auch nicht wirklich. Die einzigen, die es am Leben erhalten wollen, wollen halt keine neuen Spieler. Das Spiel ist ultra langweilig. 2022. Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, ab einem gewissen Pro. Ja, gut, ist halt die Frage. Shoppen, ne? Ist halt. Ich weiß nicht, wie viel Geld du reingesteckt hast, aber. Mehr als 50 Euro sollte man in so einem Spiel sowieso nicht monatlich reinstecken, wenn überhaupt.
Meine Meinung zu Pokémon Karmesin und Purpur. Na, das ist die Frage, ob das in den YouTube-Aufnahmen mit reinkommt. Aber, Karmesin ist das Antike und Purpur das Futuristische, ne? Ich würde sagen, ich tendiere eher zur Karmesin. Einfach aus dem Grund her, weil ich finde, dieser schwebende, futuristische, legendäre Drache, das, was man vor dem Spiel gesehen hat, sieht aus wie ein schwebender Penis. Ich meine, das ist wirklich so, nein, komm schon. Was? Achim will Projekt Sinn groß machen, damit viel Profit machen und Florenzia kaufen, um es zu retten. Was? Was? Warum sollte irgendjemand aus dem das Spiel noch verkaufen? Ich meine, komm schon, das interessiert wahrscheinlich keinen Arsch mehr. Um Gottes Willen, ich hatte nie mehr... Ja, deswegen hatte es auch nie Probleme. Ja, es gab da schon... Ich bin, was das angeht, sehr, sehr anfällig. Was Gaming-Stuff angeht und Sachen kaufen und alles. Also, kann schon mal sein, dass ich da ordentlich mal eine Zeit lang reinballer. Gerade wenn Online-Spiel... als Scarlet Blade auch. Ich habe das seit Wochen... hatte ich das mal gespielt gehabt. Und das ging relativ fix. Und auf einmal... Ja, warst du halt noch schnell 200 Euro los, ne? Dollar. Okay. Nur um da mal was reinzucashen. Und ich mir dachte, yo, du hast es jetzt 3-4 Monate gespielt, kannst du mal was reincashen? Und dann, ja, nochmal ein Fofi, nochmal ein Fofi und dann 200 Euro weg. Ja. Nicht gerade optimal, aber ich bin halt was. So, erstmal brennen. Dann bist du schon immer beschäftigt. Sind es Banditen oder Mongolen? Und naja. Ich muss ja sagen, ich freue mich so ein bisschen auf Bayonetta 3. Das wundert mich eigentlich, weil Nintendo hat ja darauf bestanden, die Nacktheit in dem Spiel nicht zu zensieren. Bedeutet, nur weil es Only erstmal für die Switch kommt, und wahrscheinlich wird das wahrscheinlich ein Only-Titel sein bei diesem ganzen Hin und Her, hat Nintendo gesagt, macht das nur, weil es auf einer Nintendo-Konsole ist. Ich glaube, Bayonetta 2 hatte weniger nackte Haut als Bayonetta 1. Und... da hat Nintendo Forderung gemacht, macht da nicht unbedingt wegen uns eine Zensur rein. Und der Entwickler hat eine richtig coole Lösung reingemacht. Und zwar, soweit ich das sehen soll, soll Bayonetta 3... gibt es hier unten irgendwas? Ich meine, komm schon, irgendwie muss sich das doch lohnen. Hat der Entwickler gesagt, dass er das den Spieler entscheiden lassen will. Bedeutet, in Bayonetta 3 gibt es eine... Option, womit du Nacktheit zensieren kannst, ob du und es dann halt selbst entscheiden willst, ob du hier die süße Bayonetta reinziehen willst oder nicht. Oder ob du es halt für einen Streamer-Safe-Modus machen möchtest. Und dementsprechend finde ich das eigentlich interessant. Ich habe keine Ahnung, was Sinn ist. Das ist nicht diese... Ich glaube, Florenzia hatte eine Zeit lang... andere Spiele nochmal rausgebracht, die aber, es ist, ich weiß nicht, es waren so Visual Novels, wo ich mir denke, ja, damit kannst du nie wirklich viel Geld machen. Ja. Komm schon. Visual Novels ist einfach nur eine interaktive Slideshow. Hallo, ich würde gerne... Danke. So, jetzt würde ich mal gucken, wie lange wir denn schon YouTube aufgenommen haben. Und ja, wenn Zinn läuft und eigenes Entwicklerteam gut klappt, ist es noch mehr eine Option, den Source Code zu übernehmen. Was?
Florence, I need to get bigger for that opera. Oh, what the? Das Spiel ist tot. Lass es doch einfach in Würde sterben. Obwohl, die Würde ist da auch schon längst hinüber. Ja. Für mich ist das Game einfach nur noch fertig. Also damit, dass sie mich damals mit dem Zeltriff für meine Meinung gepermbannt haben, also alle Accounts, die ich jemals besessen habe, beziehungsweise wo man nachweisen konnte, dass ich sie gehabt habe, hatte mich von dem Spiel so stark weggehauen, dass ich da auch nichts mehr reingesteckt habe und auch gar nicht mehr angefangen hatte. Was ja auch so ein bisschen... Arme Dame. Was ja auch so ein bisschen interessant war. Die Leute, die jetzt zum Beispiel kostenlose Accounts hatten und kein Geld reingesteckt hatten, die wurden nicht so extrem rein... nicht so schnell gebannt vom Support wie Spieler, die ganz viel Geld in die Accounts reingesteckt haben. Das hatte ich ja damals schon mitbekommen. Und ja, das hat natürlich Sinn. Macht natürlich Sinn, ne? Aber so wirst du auch nie groß werden. Mit einem, der das Spiel schon suchtet und viel Geld reinsteckt. Klar, wenn du den bannst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der weiter anfängt. Aber neue Spieler merken das dann halt natürlich auch, ne? Und allein, wenn du die Steam-Rezension von dem Spiel, finde ich ja auch immer lustig, weil die lese ich mir ja ganz gerne durch. Und da kritisieren halt weniger Leute nicht nur dieses langweilige und ständig dieses langweilige Gameplay. Das muss ich halt ändern. Ich meine, heutzutage noch ein Spiel reinsetzen, so nach dem Motto, ach, du grindest ein halbes Jahr für ein Level, dann machen wir es einfach für das nächste Level dreimal so schwer. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Die Leute haben heutzutage einfach nicht mehr so viel Zeit wie damals. Und die Freizeit wird halt immer knapper und die will man sich nicht mit so einem Dreck vergehen. Will zwar nichts sagen, aber... Hallo Bär! Normalerweise... Ich finde es halt cool, dass der Bär die Mongolen platt gemacht hat. Schade, dass man sich mit denen nicht anfreunden kann. Ich habe mir heute wieder ein paar X-Men-Filme angeguckt, vor allem die neuen. X-Men New Mutants. So ein schlechter Film. Einfach nur total weird. Naja, genug gesprochen von toten Hunden. YouTube, macht's gut, war cool. Wir sind auch schon bei 40 Minuten. Müssen wir jetzt auch nicht so ultra lang machen. Macht's gut.